So, einen wunderschönen guten Abend zu diesem letzten inhaltlichen Teil unserer langen, langen Festivalwoche. Ich hoffe, euch hat es bisher allen sehr gut gefallen oder für die neu dazugestoßenen, es wird noch gefallen, denn hier hinten haben wir heute Nachmittag eine Bühne aufgebaut. Es wird noch zwei Konzerte geben, also was dann auch gleich direkt im Anschluss bzw. nach dem Essen, was es dann noch gibt, sehen und hören werden. Jetzt zu unserem nächsten oder letzten Vortrag. Ich darf ganz herzlich Burkhard Müller vorstellen, mit einem D tatsächlich. Das tut uns leid, dass wir das falsch geschrieben haben, Ihren Namen. Noch vorab, ich habe jetzt gerade von Herrn Müller Reader gegeben, die habe ich hier ins Publikum gegeben. Da hinten müssten Sie bei Felix vielleicht die ganzen Zettel noch liegen. Also könnt ihr euch gleich noch schnell eins abholen, wenn ihr noch eins braucht. Es sind 20 Stück. Im Großen und Ganzen müssten Sie erreichen. Genau. Und jetzt noch zu Herrn Müller. Den darf ich ganz herzlich vorstellen. Er ist bekannt vor allen Dingen als Literaturkritiker für diverse Zeitungen wie die Zeit oder die Süddeutsche Zeitung. Er schreibt diverse Bücher oder Reiseberichte auch. Hier, vor allen Dingen in Chemnitz, ist er bekannt, vor allen Dingen im Duo mit Herrn Eske Bockemann, der auch jetzt hier ist, die regelmäßig eine Literaturlesung im Weltecho machen aktuell, die hoffentlich auch bald wieder mal stattfindet. Sehr zu empfehlen, aber heute alleine hier. Und die Beziehung, warum Herr Müller richtig Lust hatte, etwas zu Benjamin hier vorzutragen, war vor allen Dingen seine lange zurückliegende Doktorarbeit. Die hat er über Karl Kraus geschrieben. Und das ist schon ein oder andere Mal angeklungen, dass Benjamin, Walter Benjamin, ein großer Fan von Karl Kraus war, als die Figur des Journalisten. Und ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Ihr Ankündigungstext war damals ja auch noch relativ unkonkret und ich verspreche mir jetzt, dass das jetzt mit Ihren Ausführungen gefüllt wird. Ich übergebe Ihnen das Wort. Ja, mache ich. Dann übergebe ich Ihnen jetzt das Wort. Ja, ich begrüße Sie zu meinem Vortrag über Walter Benjamin. Als Titel habe ich mir gewählt, Walter Benjamin, was wir von ihm heute brauchen können und was er nicht. Das scheint ein bisschen ein grobschlächtiger Titel zu sein, aber das soll einer ganz bestimmten Art von Rezeption entgegenwirken. Ich kenne Benjamin schon etliche Jahrzehnte. So als ich studiert habe in den 80er Jahren, war das ein überaus modischer Autor. Und ich habe jetzt nach Jahrzehnten zum Teil erstmals wieder die Sachen nachgelesen. Was mir bei der Rezeption von Benjamin auffällt, das ist, dass hier eine Art Heiligsprechung stattgefunden hat. Dazu tragen viele Faktoren bei, zum Beispiel das ja, teilweise mystisch schwer verständliche seiner Prosa, aber auch sein Lebensschicksal, vor allen Dingen dann natürlich nach 33, wo es ihm wirklich schlecht ging, und sein Suizid auf der Flucht von dem Faschismus. Benjamin ist gewissermaßen insgesamt heilig gesprochen worden, so kommt mir es manchmal vor. Das ist nur einem einzigen anderen Autoren der klassischen deutschen Moderne widerfahren, das ist Franz Kafka. Bei Franz Kafka liegt die Sache aber ein bisschen anders. Franz Kafka ist ein Dichter, darf man sagen. Er bewegt sich also im Paradigma der Kunst. Diese Heiligsprechung, wie immer unzulänglich sie für die Kritik sein mag, ist eine bestimmte Art, diesem Werk Reverenz zu erweisen. Sie erzwingt keine Entscheidung. Bei Benjamin hingegen ist es so, dass er in einem anderen Paradigma sich bewegt, dem der Philosophie im weiteren Sinn. Es ist natürlich bei Benjamin so, dass seine philosophischen Thesen von seinem Wortlaut nicht straflos abgelöst werden können,
Es steckt also kein System drin und insofern ist er auch literarisch. Aber das Entscheidende am philosophischen Paradigma liegt eben darin, dass es die Frage aufwirft, ist das wahr? Stimmt das oder stimmt das nicht? Was angesichts der immer der Gegenwart zugewandten Art von Benjamin bedeutet, können wir damit heute was anfangen? Das ist also zunächst mal mit Absicht respektlos, hat aber einen praktischen Vorteil. Das Benjaminsche Werk ist ja nicht ganz schlank, es sitzt wie so ein Monolith im Bücherschrank und vieles davon ist schwer lesbar und auch zweifelhaft. Es dreht sich also darum, dieses Werk im Blick auf seine Aktualität zu verschlanken und denjenigen Aspekten, die heute besonders interessant sind, den Vorrang zu geben. Was ich möchte, ist, den Monolithen Benjamin im Bücherschrank aufzulösen, eine erste Reihe zu bilden und eine zweite Reihe. Was in der zweiten Reihe steht, ist ja darum nicht verloren. Es ist bloß vielleicht nicht mehr das, womit wir uns heute am meisten beschäftigen sollten. Ja, also heute heißt natürlich 2020. Brauchen heißt, es ist von Belang für die Angelegenheiten, die heute anstehen und kann als Diskussionsgrundlage oder als Angebot zur Weiterführung behandelt werden. Am schwierigsten wie immer ist das Wir. Sie kennen das Wir, der Leitartikler, das heißt ich und alle, wie ich, vernünftigen Menschen. Das meine ich also nicht, sondern dieses Wir soll zwei Sorten von Benjamin auseinanderlegen. Benjamin ist durchaus nicht insgesamt etwas für den allgemeinen Leser, sondern teilweise etwas für die Spezialisten. Inwiefern, möchte ich gleich noch sagen. Dagegen dieses Wir, darunter verstehe ich Leute, die durchaus sich dafür interessieren, was heute die Wahrheit über unsere Gegenwart wäre, die aber nicht bereit sind, dafür ein Fachstudium aufzunehmen. Und wenn man ins falsche Buch von Benjamin einsteigt, kann man schwere Frustrationen erleben. Also die allgemeine zeitgenössische Rezeption, was kann der Benjamin geben? Der erste Akt ist natürlich ein solcher der Ausscheidung. Ausscheiden würde ich aus der aktuellen Rezeption zunächst mal die beiden Hauptwerke oder jedenfalls dicksten Werke von Benjamin. Das ist einmal seine Habilitationsschrift vom Ursprung des deutschen Trauerspiels. Das beschäftigt sich mit dem barocken Drama im 17. Jahrhundert. Ich habe dieses Buch vor 30 bis 40 Jahren versucht zu lesen und bin gescheitert. Ich habe die Lektüre abgebrochen und seither nicht wieder aufgenommen. Was mich frustriert hat, war nicht so sehr, dass ich es nicht verstanden habe, sondern dass ich den deutlichen Eindruck hatte, hier will einer nicht, dass ich ihn verstehe. Und sowas kann ich nicht ausstehen. Es steckt hier in diesem melancholischen Selbstgespräch auch unverkennbar ein gewisser Hochmut. Und ich finde, wer sich im geistigen Gebiet bewegt, nicht unbedingt in der Dichtung oder auf Geisteswissenschaftlichem, dessen Hauptpflicht ist es wirklich, sich so auszudrücken, dass man einigermaßen verstehen kann, um was es geht. Die Wahrheit muss nicht unbedingt immer einfach sein, aber sie sollte sich verständlich machen. Es gibt auch komplexe Wahrheiten, zum Beispiel irgendwelche Sachen in der höheren Mathematik. Die sind aber Dinge für Spezialisten. Mich interessiert hier der nicht spezialistische Benjamin. Das zweite Werk ist das sogenannte Passagenwerk. Das ist im Wesentlichen ja ein Grab aus Exzerpten. Es dreht sich um Paris, die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts. Speziell im Hinblick auf die großen Passagen, die damals gebaut wurden. Es sind Zitate, in die wenig Ordnung gekommen ist. Benjamin war der Ansicht, dass die Aufhäufung dieser Zitate als solche schon einen Aufschluss gewähren. Das hängt mit seinem allegorischen Denken zusammen, das den Fragment eine besonders hohe Ausdruckskraft zutraut. Auf dieses Denken werde ich nachher nochmal zurückkommen. Diese beiden sehr umfangreichen Bücher sind also, würde ich eher nicht empfehlen,
Sie sind was für Spezialisten, die entweder vollkommen Benjamin ins Zentrum ihrer Aufmerksamkeit rücken oder die sich fürs barocke Trauerspiel und das Paris des 19. Jahrhunderts interessieren. Mit diesem Ansatz, was können wir brauchen, beziehe ich mich auch durchaus auf Benjamin selbst, der vom Heliotropismus der Geschichte spricht. Das heißt, was von der Vergangenheit wendet der Gegenwart sein Gesicht zu, und zwar so, wie es Sonnenblumen tun, die mit ihrem Gesicht, mit ihrer gesichtartigen großen Blüte, diesem Schwarz, dieser schwarzen Scheibe und den züngelnden gelben Blütenblättern dem Gang der Sonne folgen. Die Gegenwart zieht vorüber, die Vergangenheit folgt ihr. Ein schönes Bild, und zur Vergangenheit gehört Benjamin in der Zwischenzeit bestimmt, denn er ist 80 Jahre tot und seine ältesten Texte sind 100 Jahre alt. Wenn man sich mit Benjamin auseinandersetzt, führt kein Weg vorbei an der Allegorie. Die Allegorie steht uns heute eher fern. Ich möchte sie hier auch nicht weiter definieren, sondern nur sagen, welche Rolle sie bei Benjamin spielt. Er findet sie vor allen Dingen als Denk- und Bildfigur im Barock vor. Da stammt das bei ihm her. Und er deutet sie so: Es ist das tote Bruchstück eines vormals lebendigen Ganzen, das gerade in seiner erstarrten und fragmentarischen Gestalt sich der Deutung anbietet. Sobald er etwas hat, was klein und starr ist, ist Benjamin sofort dabei. Zum Beispiel irgendwelche Blechspielzeuge oder sowas. Das ist was, was ihn vollkommen fasziniert. Und so Blechspielzeug ist natürlich der tote Abglanz des Lebendigen. Bei Benjamin hat man es so, bei der benjaminischen Allegorie hat man es sozusagen statt mit einem lebendigen Gesicht mit einem toten Kopf zu tun. Der Totenkopf ist starr und grauslich, aber sein Ausdruck ist weit lebendiger und klarer, lebendiger nicht, aber deutlicher als der eines Menschengesichts. Die Allegorie hält Benjamin für eine Möglichkeit, der direkten Sprache, dem Ausdruck des Gegenstands zu folgen. Das gibt die Allegorie allerdings nicht in jeder Hinsicht her. Die Allegorie gehört zum Umkreis des uneigentlichen Sprechens. Auf Griechisch heißt Allegorie es anders sagen. Die hohe Zeit der Allegorie erlebt zwei Blütezeiten, das Mittelalter und den Barock. Während seit dem 18. Jahrhundert die Allegorie von Leuten wie Lessing und Goethe mit großer Energie aus der Literatur rausgeschmissen worden ist. Benjamin kehrt also zum Vorletzten zurück, hinter die deutsche Klassik. Die Allegorie, wie gesagt, ist im Wesentlichen eine Erfindung des Mittelalters. Und wie das Mittelalter geht da noch anders ran als das Barock. Beim Barock ist die Allegorie immer mit einer gewissen Schwermut und Melancholie verbunden. Beim Mittelalter, das vollkommen von der Realität des Himmels, Gottes und der Ewigkeit überzeugt ist, ist die Allegorie insgesamt deutlich besser gelaunt. Um eine einfache Allegorie zu zeigen, also wie die Sache funktioniert, möchte ich Ihnen eine kurze Geschichte nacherzählen, so wie sie im Mittelalter in ihre zwei Hälften zerfällt, nämlich die eigentliche Geschichte und dann der zweite Teil, die allegorische Deutung. Das ist ein Stück aus den Gesta Romanorum, eine Geschichtensammlung um 1200, lauter schöne kleine Stücke, mit häufig vielleicht märchenhaften Charakter, geht so: Die Königin des Nordens, Regina Aquilonis, hat erfahren von Alexander dem Großen, also dem mächtigsten Herrscher der Antike, und beschließt sofort, ihn zu töten. Sie tut das, indem sie ihre bildschöne Tochter nur mit Gift ernährt. Und als die Tochter alt genug ist, schickt sie sie zu Alexander und erwartet selbstverständlich, dass Alexander mit ihr schläft und tot umfällt. Als sie reinkommt, sieht der Lehrer von Alexander, das ist Aristoteles, sofort, was los ist und sagt: Halt,
Wir machen erstmal einen kleinen Test. Probier das doch erstmal aus mit einem, der sowieso zum Tod verurteilt ist. Es kommt also ein Sträfling rein. Er muss die Königin, die Tochter der Königin des Nordens küssen und fällt sofort tot um. Alexander gerät ins Grübeln und schickt die Tochter wieder heim zur Mutter in den Norden. Für unser Gefühl ist die Geschichte damit rum. Für das mittelalterliche Empfinden fehlt der zweite Teil. Das ist also die irdische Geschichte, aber alles, was auf Erden geschieht, hat eine höhere zweite Bedeutung, die auf das Ewige und Himmlische verweist. Es kommt also die Moralisatio, heißt das dort immer. Erstens, Alexander, das ist die Seele des Christen. Zweitens, die Königin des Nordens, das ist die weltliche Versuchung. Drittens, Aristoteles, das ist die christliche Vernunft und das Gewissen. Viertens, die Tochter der Königin, das sind Luxus und Gier. Fünftens, der Sträfling, der tot umfällt, das ist die gefallene Seele, die sich von Gott lossagt und darum praktisch im Leben schon tot ist. Sie sehen, dass das eine Deutung ist, die passt wie die Faust aufs Auge. Zum Beispiel, warum wäre der Sträfling die Seele, die sich von Gott abwendet? Er hat überhaupt keine Wahl. Das interessiert aber den mittelalterlichen Erzähler überhaupt nicht. Wichtig ist, dass jedes Ding hienieden seinen zweiten Sinn bekommt, auch wenn das gewaltsam geschieht. Es wäre denkbar, dass die Rollen, die verfügbar sind, völlig anders auf die fünf Mitwirkenden verteilt werden. So hanebüchen macht das Benjamin natürlich nicht. Er knüpft, wie gesagt, nicht direkt ans Mittelalter an, sondern an den Barock. Der Barock ist eine andere Zeit als das Mittelalter. Immer noch fromm, aber da sitzt der Wurm drin. Der Barock hat sich schon auseinanderzusetzen mit dem Atheismus, mit dem Zweifel. Die Frömmigkeit wird nochmal total aufgebläht in dieser Auseinandersetzung und die Allegorie kriegt etwas Trauriges, Schweres. Daran knüpft er also an. Wie das funktioniert, möchte ich Ihnen an einem Beispiel ganz am Anfang seines berühmten Essays über die Geschichte darstellen. Das geht los, das ist der erste Text auf dem Zettel. Bekanntlich soll es einen Automaten gegeben haben, der so konstruiert gewesen sein, dass er jeden Zug eines Schachspielers mit einem Gegenzug erwidert habe, der ihm den Gewinn der Partie sicherte. Eine Puppe in türkischer Tracht, eine Wasserpfeife im Munde, saß vor dem Brett, das auf einem geräumigen Tisch aufruhte. Durch ein System von Spielen wurde die Illusion erweckt, dieser Tisch sei von allen Seiten durchsichtig. In Wahrheit saß ein buckliger Zwerg darin, der ein Meister im Schachspiel war und die Hand der Puppe an Schnüren lenkte. Bis hierhin also die Geschichte. Die Geschichte ist nicht komplett, ehe sie nicht allegorisch gedeutet wird. Es geht unverzüglich weiter. Zu dieser Apparatur kann man sich ein Gegenstück in der Philosophie vorstellen. Gewinnen soll immer die Puppe, die man historischen Materialismus nennt. Sie kann es ohne weiteres mit jedem aufnehmen, wenn sie die Theologie in ihren Dienst nimmt, die heute bekanntlich klein und hässlich ist und sich ohnehin nicht darf blicken lassen. Auch hier haben Sie vollkommen diese Zweiteilung, Geschichte, Deutung. Bekanntlich steht das so mit dem Automaten, weil das nämlich dieser Text ist, den kennen Sie vielleicht auch, Melzels Chess Player. Poe kommt auf was vollkommen anderes dabei an, nämlich nachzuweisen, dass dieser scheinbare Automat ein Betrug ist und dass da ein Mensch drin sitzt, ein buckliger Zwerg, der die Schnüre zieht. Das ist aber was, das ist die Intention des Grundtextes, die kann Benjamin überhaupt nicht brauchen. Er entbindet einen völlig anderen Sachverhalt daraus, nämlich das Verhältnis von historischem Materialismus und Theologie, was die beiden sind, darauf kommen wir anschließend noch. Und das Zusammenwirken, das kann man zwanglos ergänzen, das Spiel, das Schachspiel, das wäre die wahrhaft aktuelle Philosophie. Benjamin verwendet jetzt zweimal das Wort bekanntlich, das ich im Text hervorhebe und unterstreiche. Benjamin tut das nicht, um auf eine bestimmte Strategie von Benjamin hinzuweisen. Das erste bekanntlich hat den Zweck,
vom Urtext abzulenken. Also da wird etwas beiseite gewischt. Nicht was Poe will, ist entscheidend, sondern was Benjamin damit anstellen will. Das ist diese Art von bekanntlich, die einen immer ärgerlich machen kann, wenn einer schreibt, bekanntlich heißt es, ich weiß es. Weißt du das vielleicht nicht, du Ignorant? Hier wird also Exklusivität geschaffen. Das zweite bekanntlich hat ein bisschen einen anderen Zuschnitt. Die Theologie darf sich bekanntlich nicht blicken lassen. Dieses bekanntlich hat gar keine bestimmte Bedeutung, sondern ist eigentlich nur der Ausdruck der beleidigten Leberwurst, die sagt, ja, ich komme sowieso nie zu meinem Recht. Dieses bekanntlich ist eigentlich ein bitterer Zug um den Mund. Es sind zwei verschiedene bekanntlich. Und offensichtlich ist sich Benjamin in dieser Häufung dieser zwei Wörter so dicht beieinander gar nicht drüber im Klaren, was er da macht, was selten bei Benjamin vorkommt. Also die Theologie erscheint hier als verkannt und gerade deswegen hat sie besondere neue Anrechte. Ich meine, diese Rhetorik ist uns inzwischen von allen möglichen Minderheiten bekannt. Wir kennen das heute gut, diese Art von Manipulation. Zur Zeit von Benjamin ist das noch nicht ganz so. Ja, man muss also sagen, dass hier an dieser Stelle, also sich erstmal das allegorische Verfahren gut zeigen lässt, aber auch eigentlich das Programm von Benjamin in einer Dichte, wie es so sonst nur selten erscheint. Er fasst hier sein synthetisches Programm zusammen. Wir haben also erstens die Theologie. Diese Theologie ist eine jüdische und auch von dieser ein ganz bestimmter Aspekt, nämlich der messianische. Ich habe mir vorhin sagen lassen, Sie hätten diese Woche schon einen Vortrag zum Messianismus gehört, sodass Ihnen das nicht ganz fremd ist. Der Messias, das ist ein Begriff, der auch vom Christentum dann aufgegriffen wurde aus jüdischer Tradition. Im Christentum ist Christus der Messias, der wiederkommt, um das Reich Gottes auf der Erde vorzubereiten, dann aber gekreuzigt wird und das Reich Gottes bricht durchaus noch nicht sofort an, sondern es kommt erstmal ein längerer Aufschub, der inzwischen so nebenbei 2000 Jahre dauert. Und das ist ziemlich lang. Der Messias im Judentum funktioniert anders. Wenn der Messias auftritt, wird die geschichtliche Welt sofort umgekrempelt. Wie das gehen soll, da hat Benjamin auch gewisse Hinweise drauf gegeben, also nicht in Form von einer Apokalypse wie im Christentum, wobei die Erde mehr oder weniger ruiniert wird, sondern indem die bestehenden Verhältnisse eigentlich nur sacht, ja, ein wenig weitergeschoben werden. Wie das genau aussieht, dazu äußert sich Benjamin nicht, aber er hat sicher im Sinn, dass die technischen Möglichkeiten und der Reichtum, den die Welt heute insgesamt aufweist, mehr als genügend Mittel liefert, um eine sehr viel bessere Welt zu schaffen. Diese Art von Messianismus taucht im Judentum immer dann auf, wenn die Gefahr aufs Höchste steigt. Sie ist eine Sache des Glaubens, eigentlich noch eines Glaubens, der über den Glauben geht, nämlich der reinen Verzweiflung. Ob wir daran glauben können, das ist eine Frage, mit der Benjamin sich nicht befasst, aber wir behalten den Messias vorläufig mal im Auge. Der historische Materialismus, den kennen Sie wahrscheinlich besser, das war die offizielle Geschichtsphilosophie des realen Sozialismus in der DDR bis 1989. Wenn Sie das Programm davon sehen wollen, und zwar als volles Bildprogramm, gehen Sie am besten in die Brückenstraße, nicht vor den Marx-Kopf, sondern ein Stück weiter, vom Sushi-Laden. Ein riesiges Denkmal, ungefähr 40 Meter lang, besteht aus mehreren Teilen, wo die Geschichte im Sinne des Klassenkampfes dargestellt wird. Alle Geschichte bisher ist die Geschichte von Klassenkämpfen gewesen, sagt Marx. Und die Highlights, die werden hier
ja, in Stein sozusagen als der Stein der Weisen dargestellt. Dieses Ding ist übrigens interessanterweise vollkommen unsichtbar. Kein Mensch schaut sich das je an, obwohl es wirklich viel zum Gucken gibt. Und noch nicht einmal, als damals vor 2 Jahren dieser Chemnitzer Totschlag erfolgt ist, der direkt vor diesem Ding war und das wirklich überall im Fernsehen war, hat irgendeiner da auch nur eine Silbe drauf verwendet. Wenn Sie es nicht kennen, schauen Sie sich es mal an. Die Frage ist die, ob das zutrifft, was der historische Materialismus behauptet. Also an Messias ist die Frage, kann man dran glauben? Beim historischen Materialismus stimmt das denn? War alle Geschichte die Geschichte von Klassenkämpfen? Zum Beispiel die jahrtausendelange Auseinandersetzung zwischen den Reitervölkern Zentralasiens und den Stadt- und Landwirtschafts-Ackerbaukulturen an den Rändern, also China, teilweise sogar Europa, die kulminiert mit Genghis Khan, aber ist damit noch lang nicht zu Ende. Die wird immer wieder durchgefochten, ohne endgültiges Ergebnis, und sind das verschiedene Klassen, diese Reiter, die Bauern und die Städter? Solche Fragen muss man durchaus stellen. Benjamin geht auch davon aus, dass der gegenwärtige politische Konflikt, also der des 20. Jahrhunderts, im Kampf gegen den Faschismus kulminiert und sich daran die Sache entscheidet. Der Kampf wird sogar noch viel schlimmer, als Benjamin das vorausgesehen hat. Er stirbt 1940, das heißt, das Schlimmste, was im Zweiten Weltkrieg passiert wird, von der Judenvernichtung bis zur völligen Zerstörung der deutschen Städte und so weiter, das muss er gar nicht mehr miterleben. Benjamin ist der Ansicht, dass der Kapitalismus mit dem Faschismus seine letzte Aufgipfelung erfährt und danach wäre der Boden bereitet für das Neue. Nun ist das schon 75 Jahre her und Sie wissen, dass der Kapitalismus damals keineswegs ein Ende gefunden hat, sondern dass die entscheidende Siegermacht, nämlich die USA, eine andere und noch weit triumphalere Spielart des Kapitalismus auf der ganzen Welt verbreitet haben. In gewisser Hinsicht war der Zweite Weltkrieg hier nur, wie wenn eine Larve ihr zu eng gewordenes Korsett sprengt und als neue Gestalt dann in der Luft herumfliegt. Welche Rolle spielt also der Faschismus in der Weltgeschichte wirklich? Das ist eine interessante Frage. Ist das wirklich nur eine vorübergehende, rabiate Spielart in Mitteleuropa, die vorübergehend die ganze Welt belästigt? Interessant ist die Frage natürlich für die ganze Antifa. Gegen wen kämpfen die da eigentlich? Ist das wirklich die schiefe Ebene, auf der unsere gesamte Gesellschaftsordnung sich bewegt? Oder ist die Antifa ein Heimatverein? Möchte ich hier nicht entscheiden. Ja, dieser Messias, also es sieht insgesamt nicht gut aus nach dieser Einleitung. Das Verfahren der Allegorese ist sehr fragwürdig. Das, was verbunden werden soll, der Messianismus und der historische Materialismus, sind je für sich sehr fragwürdig. Und am allerfragwürdigsten, sollte man meinen, ist die Synthese zwischen einer Geschichtsphilosophie, die sich als wissenschaftlich versteht, und einem mystischen Glauben. Geht das unter einen Hut? Der Glaube, dass das funktioniert, das ist ganz zentral bei Benjamin. Merkwürdigerweise ist diese Synthese nicht ganz so gottverlassen, wie sie zunächst aussieht. Und auch hier würde ich wieder sagen, müssen wir unterscheiden zwischen dem Spezialistentum und dem, was wir alle verwenden können. Ein Spezialist wäre ein mystischer Jude, der an den Messias glaubt und für den das Ganze ein System ist, ein Gedankengebäude. Ich glaube nicht, dass von Ihnen einer im Ernst einen Messias erwartet. Und trotzdem hat der Messias was an sich. Das ist eine Formel. Also für uns ist kaum mehr als eine Formel, auf die der Widerstand gegen etwas, was alternativlos die ganze Welt gebracht worden ist, trotzdem irgendwie gebracht werden kann. Ein Wort nur, aber ein deutliches Wort, eigentlich ein bloßes, großes Nein. Die Vorstellung, dass es irgendwann mal anders werden könnte, zum Beispiel, dass die Ordnung des Geldes verschwindet. Wie das aussehen soll, weiß heute keiner, aber der Messias würde ganz bestimmt das Geld abschaffen.
Damit diese Sache aber nicht in der mystischen Untätigkeit verharrt, koppelt Benjamin das mit der stärksten wirksamen Kraft, die er in seiner Zeit erkennt, das ist der Kommunismus, leider auch in seiner Lebenszeit schon der Stalinismus, wie man sagen muss. Das heißt, das Festhalten an etwas anderem und die Entschlossenheit, notfalls gegen das Bestehende etwas zu tun. Diese unwahrscheinliche Koppelung vom Materialismus und Messianismus, das ist das, was Benjamin an Bedenkenswerten in diesen paar Zeilen sagt. Der Messias ist in diesem Sinn bloß das Scheinsubjekt in einem mysteriösen Vorgang. Sofern Sie Sprachwissenschaft treiben, wissen Sie, was ein Scheinsubjekt ist. Jeder Vorgang braucht ein Subjekt. Und wenn man es nicht weiß, setzt man ein Es. Es regnet. Wer oder was regnet? Es. So ähnlich funktioniert Benjamins Messias. Mit dieser These steht Benjamin so gut wie völlig alleine. Er sucht sich Verbündete, die ihn aus einer Vereinzelung und auch zunehmenden persönlichen Vereinsamung herausholen sollen. Er sieht dabei vor allen Dingen zwei am Werke. Ich will hier nichts von der Frankfurter Schule erzählen, das ist diese Woche offensichtlich schon ausführlich genug passiert. Die zwei Autoren, auf die er die größte Hoffnung setzt, das sind Bert Brecht und Karl Kraus. Bert Brecht sieht er als einen Dichter, der ganz unmittelbar den historischen Materialismus fördert, also nicht sich in ästhetischen Debatten verliert, sondern seine Gedichte und Theaterstücke als unmittelbaren Eingriff ins politische Geschehen schätzt. Vom Messianismus hält Brecht allerdings wenig. Der Umgang von Benjamin mit Brecht besteht in einem Kommentar zu seinen Gedichten. Er ordnet sich darin ausdrücklich dem fremden Werk unter und erweist ihm seine Reverenz, indem er es nur erläutert. Dieser Text gehört nebenbei zu den klarsten von Benjamin überhaupt, weil einige Texte von Benjamin ja durchaus auch opake Qualitäten haben. Und man denkt sich manchmal, geht das nicht immer so? Aber wahrscheinlich geht es nicht. Der zweite Verbündete ist Karl Kraus. Ich weiß nicht, wie weit Ihnen der Name noch was sagt. Der ist in der Zeit bis Mitte der 30er Jahre eine sehr wichtige Erscheinung. Es ist zu wenig von ihm gesagt, wenn man ihn als Satiriker bezeichnet. Er hat seine eigene Zeitung, die Fackel, in der er über 30 Jahre hinweg den Kampf nicht nur gegen die Journalisten, sondern gegen den Weltkrieg, gegen ja eigentlich alles, was verkehrt ist auf der Welt, führt und seine ganz eigene Methode entwickelt hat. Ich kann hier nicht näher drauf eingehen. Er hat damals auch Vorlesungen gehalten, die alle als außerordentlich beeindruckend geschildert haben und ganz starken Eindruck haben sie auf Benjamin gemacht. Wenn man ihn heute liest, versteht man die Wirkung dieser Lesungen gar nicht mehr. Der hat es wirklich geschafft, wie heute nur noch bestimmte Rockstars sein Publikum hinzureißen. Bei Benjamin führt das dazu, dass er diesen Aspekt sehr stark überbetont. Also wenn Sie mal eine Tonaufnahme von ihm hören, wie er so da sitzt mit einem schwarzen Anzug und einem krächzenden Schreien seine Gedichte vorliest, dann sieht man da schon was Dämonisches dran. Und da kommen die Kraftquellen von Kraus auch tatsächlich her. Das ist also der dämonische Boden, in dem er wurzelt, aber da erwächst was anderes draus. Die aufklärerische Wirkung von Kraus ist davon weitgehend abgelöst. Das heißt, die Kraftquelle und der Wirkungsraum, die sind zwar verbunden, aber disparat. Und indem er den Kraus dermaßen auf dieses Privat-Dämonische zurückführt, tut er ihm, glaube ich, keinen Gefallen. Ich möchte auch ein kurzes Stück von Benjamin über Kraus vorlesen. Das ist aus dem kurzen Stück, es gibt auch ein sehr viel längeres über Kraus, was außerdem auch bezeichnend ist für die allegorische Methode von Kraus. Das ist die Nummer 2 auf dem Zettel. Also mit Ehe ist hier immer Kraus gemeint.
In einer uralten Rüstung, ingrimmig grinsend, ein chinesisches Idol, in beiden Händen die gezückten Schwerter schwingen, tanzt er den Kriegstanz vor dem Grabgewölbe der deutschen Sprache. Er, der nur einer von den Epigonen, die in dem alten Haus der Sprache wohnen, ist zum Beschließer ihrer Gruft geworben. In Tag und Nacht wachen harrt er aus. Kein Posten ist je treuer gehalten worden und keiner war je verlorener. Hier steht, der aus dem Tränenmeer seine Mitwelt schöpft wie eine Danaide und dem Fels, der seine Feinde begraben soll, aus den Händen rollt wie dem Sisyphus. Frage, steht Ihnen diese Figur vor Augen? Das wird schwierig. Es ist ein Idol, also ein Götzenbild, gleichzeitig aber eine Art Nachtwächter. Tanzen muss er auch noch mit zwei Schwertern in der Hand. Befindet sich auf einem Friedhof, gleichzeitig aber auch irgendwie am Meer. Und er tanzt, er schwingt die Schwerter, er schöpft Wasser und er wälzt einen Felsen. Diese Sachen sind also allegorische Splitter, die Benjamin zusammenhäuft, um den verehrten Kraus zu beschreiben. Aber sie passen nicht. Das Ganze ist ein kollagierter Popanz. Kraus selber hat davon übrigens überhaupt nichts gehalten, als der Benjamin-Aufsatz ihm überreicht wurde. Hat er gesagt, schön, vielleicht Psychoanalyse. Also das kam man ihm gar nicht dran. Benjamin war ziemlich enttäuscht darüber. Woran Benjamin bei Kraus mit Vorliebe anknüpft, das ist Kraus' Sprachtheorie beziehungsweise die verstreuten allgemeinen Äußerungen, die Kraus über die Sprache von sich gegeben hat. Hierin konzentriert sich Kraus auf das Wort. Ja? Das Wort als der Hort der Sprache. Sein eigenes Verfahren ist aber vollkommen anders. Das bezieht sich nämlich mit Vorliebe auf die Phrase. Die Phrase der Politiker und die Phrase der Zeitung. Die Phrase aber ist kein Wort, sondern ein verunglückter Satz. Und das ist eine sehr fortgeschrittene Methode, die Kraus anwendet, die übrigens auch von Brecht hochgeschätzt wurde. Die Sprache lebt in ihren Sätzen. Das Wort ist ja ein Ziegelstein, aber kein Haus. Sprache wird daraus gebaut, aber sie ist kein Ziegelstein. Benjamin führt die Sache sogar noch weitaus enger. Wenn er sagt Wort, meint er Substantiv. Und wenn er meint Substantiv, meint er den Namen. Benjamin weiß im Grunde ziemlich gut, was Sprache ist. Es gibt auch einen Aufsatz von ihm über ein Problem der Sprachsoziologie, wo er die gängigen Theorien über den Ursprung der Sprache zusammenfasst. Und da hat er genau den gleichen Begriff von Sprache wie wir auch. In dem anderen Aufsatz aber, der auch sehr berühmt und beliebt ist, über die Sprache überhaupt und über die Sprache der Menschen, vertritt er folgende Meinung. Die Sprache ist etwas, was nicht nur im Menschen, sondern auch in den Tieren und Dingen lebt. Die tragen ihren Ausdruck sichtbar und lesbar an sich und wollen darin erkannt sein. Wenn Sie sich darunter erstmal nichts Genaues vorstellen können, wundern Sie sich nicht, das ist schwer. Aber damit, also bisher ein außerordentlich weiter Begriff der Sprache, der auch davon ausging, dass zum Beispiel ein Blatt vom Baum mit seiner Lineatur eine Sprache hat und dass eine Lampe eine Sprache hat, ein Berg eine Sprache hat. Und diese Sprache bei diesem bedeutet, dass er das den Menschen anspricht und im Gegenzug den Namen erhalten will. Mit dem Namen passiert jetzt aber das Gegenteil. Bisher also ein unverhältnismäßig weiter Begriff von Sprache, der alles Mögliche einschließt. Und in jähem Umschlag wird das plötzlich ein ganz enger Begriff von Sprache. Sprache soll nichts weiter sein als ein Name. Da steckt natürlich mal wieder das allegorische Denken drin. Wobei man dazu sagen muss, dass die Allegorie ja immer von der Willkür geprägt ist. Sie haben das gerade bei dem Kraus-Stück mit dem tanzenden Krieger gesehen.
was sich aber ganz schlecht mit dem unmittelbaren Ausdruck eigentlich verträgt. Also hier steckt ein Widerspruch, der Benjamin nicht aufzufallen scheint. Bei der Lampe könnte man ja noch sagen, möglicherweise hat die Lampe so einen Ausdruck, denn sie stammt von Menschenhand und in diesem Sinn spricht sie zu Menschen. Hier ist es aber mit einem Berg zum Beispiel. Berge sind mit uns nicht beschäftigt, die wollen nichts von uns. Was kann es denn heißen, wenn wir einem Berg einen Namen geben? Das, woran Krauss denkt, ist die Bibel, genauer gesagt das Buch Genesis. Die Geschichte kennen Sie wahrscheinlich, die zwei Schöpfungsberichte. Im zweiten Schöpfungsbericht gibt es den Augenblick, wo Gott Adam vor alle Tiere und Wesen heranführt und ihn auffordert, sie zu benennen. Und wie er sie nennen würde, so sollten sie heißen. Das ist die adamitische Ursprache, die aber leider verloren ist, und zwar ja, nicht direkt im Sündenfall, sondern mit einer Art zweiten Sündenfall, dem Turmbau von Babel. Die Geschichte kennen Sie. Die Menschen wollen einen Turmbaum, der bis zum Himmel reicht, um wie Gott zu werden. Und Gott, um das zu vereiteln, bringt die Sprachverwirrung über sie, sodass sie sich alle gegenseitig nicht mehr verstehen. Das, was da rauskommt, sagt Benjamin, ist die Sprache, wie wir sie heute haben, die unmystische Verständigungssprache, das Geschwätz. Auch hier fordert Benjamin dazu heraus, ihn zu fragen, stimmt das denn? Unter der adamitischen Ursprache können wir uns nichts vorstellen, wir wissen nicht, wie es geklungen hat. Was wir wissen, ist, dass die Sprachen der Welt, es gibt ja nicht nur eine, sondern tausende, regional sehr verschieden sind und sich auch im Lauf der Zeit ändern. Auf der einen Seite ist das bedauerlich, weil wir uns auf diese Weise nicht mehr verständigen können, alle miteinander. Also schon Holländisch ist fast unüberwindlich schwer, obwohl es mit dem Deutschen doch eng verwandt ist. Aber andererseits ist damit ein ungeheurer Reichtum in die menschliche Kultur reingegangen. Ein historischer, ein regionaler, ein grammatischer, ein syntaktischer Reichtum, wie ihn der Name niemals bewirken könnte. Der Name, wenn man mal drüber nachdenkt, ist eigentlich der unterste Bestandteil der Sprache. Denn er meint immer nur das Einzelne. Da jeder einen Namen hat, wird hier begrifflich überhaupt nichts geleistet. Das ist das Chaos. Namen sind übrigens das, was bis ins Tierreich hinunterreicht. Ein Hund versteht immer seinen Namen und wenn er sonst nichts versteht. Allein die Tatsache sollte klar machen, einen wie niedrigen Rang der Name hat. Die Namen der, wenn er sich schon auf eine Wortklasse spezialisiert hätte, dann hätte es das Verb sein müssen, das Prädikat, das die Sätze regiert. Schauen Sie sich mal an, was man mit einem Wort, mit einem Verb alles machen kann. Ich nahme, ich habe genommen, es ist genommen worden, es würde genommen, wie viele verschiedene Formen es gibt, wie viele verschiedene Bindungen es eingeht. Der Sachverhalt der Welt wird durchs Verb organisiert, wenigstens in den indoeuropäischen Sprachen. Das interessiert den Benjamin irgendwie überhaupt nicht. Die adamitische Sprache ist keine Alternative. Adam ist durch Babel hindurchgegangen. Wer A sagt, muss auch B sagen. Wer Adam sagt, muss Babel sagen. Nichts davon bei Benjamin. Wenn das übrigens der Preis sein sollte, um den wir wieder ins Paradies dürfen, dass wir nur sprechen können wie Adam, ich glaube, das sollten wir nicht machen. Das heißt, was Benjamin hier liefert, ist ein privatistisches Sektierertum, das mit seinen jüdisch-mystischen Neigungen zusammenhängt und was ich jedenfalls ihm keinesfalls durchgehen lassen würde. Gerade hierfür gibt es Verehrer, also gerade bei denen, die den dunklen Benjamin ehren, steht dieser Aufsatz in hohem Ansehen, aber er ist einer scharfen Kritik zu unterziehen. Und zwar so, wie Benjamin das auch gemacht hat. Wenn Sie übrigens Benjamin, den Kritiker, kennenlernen wollen, dann lesen Sie am besten mal ein paar von seinen Rezensionen. Benjamin war der Ansicht, dass Kritisieren töten heißt. Schlimmer, kannibalisch töten und auffressen.
Zum Beispiel seine Rezension der Gedichte von Erich Kästner. Der Erich Kästner hat ja heute immer noch ein ziemlich großes Renommee, was sich darin ausspricht, dass auch wie beliebt weiterhin die aus seinen Werken stammenden Vornamen Anton, Emil und Fabian sind. Den haut der Benjamin dermaßen als linke Melancholie in die Pfanne, dass es kracht. Dieses Schmunzeln im Angesicht des Faschismus lässt ihm Benjamin nicht hingehen. Lesen Sie die drei Seiten. Dann denken Sie anders über Kästner. Benjamin ist der Autor des Fragments. Das hängt mit seinem allegorischen Verfahren zusammen. Das heißt, er sieht die Welt in einen erstarrten Trümmerhaufen verwandelt. Er schreibt infolgedessen auch selber fragmentarisch. Seine Texte schließen sich selten oder nie zu einem Ganzen zusammen, das nur als solches Sinn hätte. Es findet sich darin immer vielerlei, was in verschiedene Richtungen geht. Ich finde das durchaus sympathisch, weil er da die systematische Philosophie, die immer nur Recht haben will und nicht die Wahrheit sucht, umgeht. Ich finde hier Ähnlichkeit mit einem anderen Autor, der eine ganz ähnliche Rezeption wie Benjamin gefunden hat. Das ist Nietzsche, und zwar der mittlere Nietzsche. Nietzsche von der fröhlichen Wissenschaft und Menschliches allzu Menschliches. Das sind immer kurze Stücke, zwischen denen ist ein Abstand, dazwischen kann der Leser denken. Das sind eigentlich Texte, die die Zwiesprache begünstigen. Nietzsche ist es da allerdings ganz ähnlich wie bei Benjamin gegangen. Vor lauter Respekt hat sich da keiner zu widersprechen trauen. Aber widersprechen, also die Auseinandersetzung, der Einspruch, der Zuspruch, der Widerspruch, das ist ganz zentral. Wenn man das nicht macht, leben diese Texte nicht. Ein paar von diesen Texten sind auch tatsächlich in dieser abgespaltenen Form ja mehr oder weniger ins gebildete Allgemeingut übergegangen. Zum Beispiel aus dem Aufsatz über das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, dieser eine Satz, den Sie bestimmt kennen: Die Aura ist die Spure einer Ferne, so nah sie auch sein mag. Oder so ähnlich, ich verbirge mich jetzt nicht dafür. Egal, was dieser Satz mal bedeutet hat, inzwischen ist er so ziemlich platt gewalzt. Ein bisschen so wie Van Gogh mit seinen Sonnenblumen, die kann auch kein vernünftiger Mensch mehr anschauen, weil er sie auf 1000 Kalenderblättern gesehen hat. Das sind Sonnenblumen ohne heliotropische Qualität. Ich habe mir deswegen aus demselben Essay zwei andere Sätze rausgesucht, die bisher eher im Schatten der Rezeption gestanden haben. Mehr oder weniger willkürlich Sätze oder kurze Satzkomplexe und möchte ein bisschen was dazu sagen, was ich da vielleicht mitmachen ließe. Das eine ist also Nummer 3. Das ist eine Äußerung über den Film. Der Film ist ja der Inbegriff der technischen Reproduzierbarkeit eines Kunstwerks. Aber, was hier, und zwar sprechen wir von den 20er Jahren, der Tonfilm und der Farbfilm sind ja noch nicht vorhanden. Ein paar Jahre später erscheinen sie. Im Filmtheater ist die Apparatur derart tief in die Wirklichkeit eingedrungen, dass deren reiner, vom Fremdkörper freier Aspekt das Ergebnis einer besonderen Prozedur, nämlich der Aufnahme durch den eigens eingestellten fotografischen Apparat und ihrer Montierung mit anderen Aufnahmen von der gleichen Art ist. Der apparatfreie Aspekt der Realität ist hier zu ihrem künstlichsten geworden und der Anblick der unmittelbaren Wirklichkeit zur blauen Blume im Land der Technik. Man muss ein bisschen drüber nachdenken, bevor man weiß, was er will. Wenn hier jetzt ein Film gedreht würde über diese Veranstaltung, dann würde der ganze Raum ringsum von technischen Geräten umstellt, Kameras, Lampen, Mikrofonen. Und diejenigen, die in der Mitte sind, müssten aber so tun, als würden sie vollkommen unbefangen leben. Das heißt, die Wirklichkeit, die ist nicht draußen und wird abgefilmt, sondern sie ist drinnen. Sie ist sozusagen belagert. Sie ist keine Wildnis mehr, sondern eigentlich Naturschutzgebiet, also ein Innen. Noch genauer vielleicht so eine Art Safari-Park, wo die Löwen deswegen so unbefangen rumlaufen können, weil sie von Touristen besichtigt werden.
Das meint er mit der blauen Blume, die unmittelbare romantische Lebenswirklichkeit, die aber ein ganz künstliches Produkt ist. Da könnte man weiter drüber nachdenken, denn das Kunstwerk ist ja damals nicht stehen geblieben. Die beiden wichtigsten Verfahren, das fotografische, das das Gemälde ablöst, und das filmische, das das Theaterstück ablöst, die sind immer noch da, sind aber in einen anderen medialen Zusammenhang eingerückt. Inwieweit gilt das noch? Was ändert sich zum Beispiel durch die animierten Filme? Von dem Satz aus, also diesen drei Sätzen, könnte man hier weiterdenken. Zweites Beispiel, hier hat es damit zu tun, dass in den modernen Zeitungen sich die Position von Lesendem und Schreibendem allmählich annähert. Was Benjamin im Sinn hat, das ist zunächst mal der Leserbrief, der eigentlich auch relativ unschuldig scheint, und dann auch die Art und Weise, wie Werktätige sich in der Sowjetunion zu ihrem Tätigkeitsfeld äußern können. Er schreibt, das ist Nummer 4, damit ist die Unterscheidung zwischen Autor und Publikum im Begriff, ihren grundsätzlichen Charakter zu verlieren. Sie wird eine funktionelle, von Fall zu Fall so oder anders verlaufende. Der Lesende ist jederzeit bereit, ein Schreibender zu werden. Schauen Sie sich vor allem mal diesen letzten Satz an. Der Lesende, der zum Schreibenden wird. Das ist damals, als Benjamin das schreibt, in den 30ern, wahrscheinlich noch etwas übertrieben. Aber es ist genau das, was heute in vollem Umfang im Gang ist. Die sozialen Medien bedeuten ja eigentlich nichts weiteres, als dass diese Unterscheidung endgültig vernichtet wird. Das ist was er frühzeitig spürt. Wie steht es damit heute? Was ist seither passiert? Zwei Beispiele dafür, was wir brauchen könnten. Wir nähern uns allmählich dem Ende. Das möchte ich dazu verwenden, um einen Aspekt an Benjamin hervorzuheben, der meistens etwas im Schatten steht. Das ist Benjamin als Dichter. Also im Großen und Ganzen gehört er dem philosophischen Paradigma an, aber es gibt eine Sammlung von Sonetten, die er relativ früh geschrieben hat. Und die man, weil Sonette ja so eine altertümliche Gedichtsform ist, man der Ansicht war, dass es bestimmt bloß irgend so ein Anhängsel seines Barockinteresses. Ich glaube, die sind noch nicht hinlänglich zur Kenntnis genommen worden. Ein paar von diesen oder vielleicht sogar die meisten von diesen Sonetten, die sind auch von der Überstrenge dieser Form eigentlich um ihr Leben gebracht. Es gibt aber ein paar ganz tolle Sonette. Eins möchte ich Ihnen vorlesen, das ist die Nummer 51. Also Sonett ist Ihnen klar, 2 Strophen zu 4, 2 Strophen zu 3. Und die ersten 4 Strophen, hier stehen 4 Reime, was natürlich immer schwierig ist im Deutschen. Und in den anderen beiden Strophen 2 Reime. Es ist ein Kahn mit solcher Fracht, wie noch kein Schiff sie jemals trug. Es steht der Name Herz am Bug, wohin er wohl die Reise macht. Barren von Gedächtnis sind die Tracht, darüber Teppiche genug, gesträhnter Sehnsucht und ein Krug von Tränen Erz aus Mitternacht. Du siehst auf diesem großen Kahn nicht Segel, Mast noch Steuermann, kein anderer Kreuz in den Bereichen. Ihn wirft die Welle hin und her, von seiner Fahrt verbleibt kein Zeichen und seine Fracht verfällt dem Meer. Hier haben Sie also wieder Benjamin, den Allegoriker, das heißt jemanden, der eine setzt, um ein anderes auszudrücken. Hier ist er ganz bei sich. Aber, und das ist ein altes Bild, das er hier verwendet, nämlich das vom Leben als einem Schiff. Er führt aber diese Allegorie dermaßen restlos aus, dass hier andere Qualitäten als bei dem etwas chaotischen Krausbild entstehen und auch bei dem fragwürdigen Schachspieler. Der
Also auch ein Kahn, kein Schiff. Ein Schiff, ein Kahn ist ganz flach und hat keine Segel. Der Name Herz am Bug, Sie sehen, Sie haben hier wieder den Namen. Hier ist der Name aber was anderes. Herz hat bekanntlich jeder. Was der Bug beim Schiff ist, die Stirn oder das Gesicht beim Individuum. Jeder hat ein Herz, die Herzen unterscheiden sich voneinander nicht so sehr, aber trotzdem hat jeder sein eigenes. Also vielleicht wie Seifenblasen ja alle gleich aussehen und trotzdem jede ihre vollkommene Kugelgestalt hat. Wohin er wohl die Reise macht, das weiß keiner, solange er lebt. Ein Kahn ist ein Frachtschiff. Die Fracht ist natürlich das, was ein Individuum so durchs Leben schleppt. Schauen Sie sich mal an, was das ist, was das Herz so transportiert. Das ist die Vergangenheit, das Gedächtnis. Das ist das Unerfüllte an Gegenwart und Zukunft, die Sehnsucht. Und es sind die Tränen. Das also, diese drei Aspekte, dass die tränenreiche Vergangenheit, die unbefriedigende Gegenwart und das Gedächtnis, das nicht loslassen kann. Das ist das, was das Herz kennzeichnet. Das sind also drei Aspekte der Vergeblichkeit, gleichzeitig aber von großer materieller Dichte. Goldbarren ist das Gedächtnis. Tränenerz ist die Sehnsucht. Die Teppiche mit der gesträhnten Sehnsucht sind ein kühnes Bild. Die, also man sieht die Fransen so runterhängen. Die Fransen sind ja Sackgassen, die führen nicht weiter. Man sieht diese Fransen, man hört sie aber auch. Das gesträhnt, das ist der wahre Reim auf die Tränen. Die antworten aufeinander. Es gibt keine Steuervorrichtungen. Das Schiff wird von den Wellen gelenkt und von seiner Fahrt verbleibt kein Zeichen und seine Fracht verfällt dem Meer. Die Fahrt ist der zeitliche Aspekt, das Nacheinander jedes Lebenslaufs. Die Fracht ist das, was jeder glaubt, als Ertrag seines Lebens bezeichnen zu können. Die Fahrt ist spurlos, denn die Zeit hebt alles auf. Und indem das Individuum in der Zeit stirbt, wird auch die Fracht, das also der Ertrag, wieder verzeitlicht, das heißt vernichtet. Benjamin stellt die Geschichte zur Debatte. Aber wenn man dieses Gedicht liest, glaubt man, dass die Geschichte nur ein Teilproblem ist, nur eine Formerscheinung der Zeit. Es geht hier um die Zeit als ontologische Kategorie überhaupt. Die Zeit in ihrer Verlaufsform erscheint als die große Katastrophe. Das alles steckt in diesem Gedicht. Ich möchte es Ihnen einfach nochmal vorlesen. Es ist ein Kahn mit solcher Fracht, wie noch kein Schiff sie jemals trug. Es steht der Name Herz am Bug, wohin er wohl die Reise macht. Barren von Gedächtnis sind die Tracht, darüber Teppiche genug, gesträhnter Sehnsucht und ein Krug von Tränenerz aus Mitternacht. Du siehst auf diesem großen Kahn nicht Segel, Mast noch Steuermann, kein anderer kreuzt in den Bereichen. Ihn wirft die Welle hin und her, von seiner Fahrt verbleibt kein Zeichen und seine Fracht verfällt dem Meer. Ganz zum Ende erwarten Sie sich vielleicht so etwas wie eine Handreichung und Empfehlung, was man denn von Benjamin lesen sollte. Und ich finde, das ist auch ein berechtigtes Ansinnen. Wenn Sie ihn noch gar nicht kennen, Sie kennen ihn jetzt aus den 5 Tagen dieses Kongresses sicher sehr gut, würde ich einsteigen mit der Berliner Kindheit um 1900. Das sind schöne, kleine Lesestücke, philosophisch noch nicht besonders anspruchsvoll, wo Sie aber schon einen Eindruck davon kriegen, wie er denkt und schreibt. Wenn Ihnen das zusagt, dann nehmen Sie doch als zweites die Einbahnstraße. Die ist auch sehr schmal, kurze Stücke, aber bereits deutlich, mit deutlich ausgeweitetem Horizont.
Politisch, soziologisch, philosophisch, handelt vom deutschen Katastrophenjahr 1923. Also das Jahr der Hochinflation, der Ruhrbesetzung, des Hitlerputsches, wo wirklich alles den Bach runtergeht. In der Radiosendung von Radio T vorgestern habe ich aus der Einbahnstraße vorgelesen. Als drittes würde ich Ihnen dann, also wenn Sie festgestellt haben, den wollen Sie haben, den Essay über die Geschichte empfehlen. Er ist nicht ganz leicht zu lesen, ist aber auch nicht lang, 20 Seiten oder so. Und sehr ergiebig. Und auch das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, aus dem ich meine beiden Sätze genommen habe. Auch schön zu lesen sind zum Beispiel seine kleine Geschichte der Fotografie, seine Städtebilder, vor allen Dingen das über Moskau Mitte der 30er Jahre, unmittelbar vor dem großen stalinistischen Terror. Und seine Kritiken, je nachdem, was Sie interessiert. Von den Sonetten würde ich Ihnen den Mittelteil empfehlen. Also nicht den ersten und nicht den dritten, sondern den schmalen Mittelteil 51 bis 59. Das sind die stärksten. Und wenn Sie nicht wirklich Spezialist werden wollen, lesen Sie nicht das Passagenwerk und nicht das Trauerspielbuch. Ich danke Ihnen. Ja, vielen Dank, Herr Müller, für Ihren schönen Vortrag. Sie wünschen sich sicherlich noch eine kleine Diskussion. Also es läuft wieder so ab, dass ich dahinter in das Mikro gehe und es euch dann an den Platz stelle. Maske bitte auflassen, aber genau, wenn ihr nicht wollt, dass eure Stimme im Livestream zu hören ist, dann kurz ein Zeichen geben, dann wiederhole ich die Frage im Anschluss nochmal. Genau, und ich wünsche mir jetzt noch eine Diskussion. Es muss jetzt nicht mehr zu diesen ja, wirklich drei Aspekten, die wir ja hier noch gar nicht hatten, also seine Sonette, Sprachtheorie und Karl Kraus, weil der Titel ist ja schon sehr reißerisch, würde ich sagen, und könnte sicherlich auch über etwas anderes sprechen. Wollte mich übrigens entschuldigen, ich habe 45 Minuten angekündigt, aber 60 Minuten gesprochen. Das passiert, wenn man einen schriftlichen Text dann mündlich vorträgt. Ja, bitte. Könnten Sie bitte die Maske runtermachen, wenn Sie sprechen? Ich verstehe Sie sonst so schlecht. Die Maske muss leider bleiben, weil sonst spucke ich ja aufs Mikro. Okay. Genau. Ja, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich jetzt anfangen soll. Ich meine, es ist ja auch so ein bisschen polemisch angelegt, der ganze Titel und das Vorhaben. Das hat mich jetzt doch ein bisschen irritiert irgendwie, weil es auch so ein Bruch ist, so wie wir bis jetzt geredet haben. Und ich fand es auch in Teilen sehr lustig und hat mir auch Spaß gemacht zuzuhören. Aber irgendwie fand ich doch den Zugang so ein bisschen seltsam und vor allem am Anfang schon habe ich so ein bisschen gestutzt. Weil Sie ja gesagt haben, dass irgendwie Kafka und Benjamin werden da so heilig gesprochen. Und bei Kafka bitte was? Bei Kafka und Benjamin würden ja so heilig gesprochen. Ja. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann meinen Sie, bei Kafka könne man das ja machen, weil der ist ja Künstler und Schriftsteller. Aber Benjamin ist ja Philosoph, da müsste man nochmal genau gucken, ob das auch alles stimmt, was er sagt. Und das, also finde ich jetzt eine sehr fragwürdige Unterscheidung, würde ich nur einfach anmerken oder nochmal nachfragen, Sie finden das was? Wie Sie da unterscheiden zwischen jetzt Kunst und Philosophie und ich glaube, dass das so wichtig ist, das so klar zu unterscheiden. Grundsätzlich finde ich den Unterschied völlig klar. Die Kunst und die Philosophie reagieren unterschiedlich auf die Welt. Die Kunst stellt sie am Einzelfall dar. Der Einzelfall, das ist das Temperament des Autors und das ist das Besondere, wovon er handelt. Also zum Beispiel vom König Ödipus oder vom Don Quixote. Das ist ja nicht die Welt, das Ganze, das sind einzelne Sachen.
Interessant wird das Ganze dadurch, dass das natürlich doch irgendwie mit dem großen Ganzen verbunden ist, aber auf andere Weise, auf mittelbare Weise. Die Philosophie macht Aussagen über die Welt und über den Geist. Und das muss man kritisieren auf andere Weise als die Literatur. Die Literatur ist, also die Kunst allgemein, ist gut oder schlecht, aber die Philosophie ist wahr oder unwahr. Das sind die Kategorien. Übrigens, polemisch wollte ich keineswegs sein, wo Sie so empfunden haben. Ich wollte nur ein bisschen Ordnung machen. Ja, also ich möchte auch ein bisschen kritisch sein gegenüber dem Vortrag. Also ich denke, dass also dieser, wie soll ich das sagen, also in den Geschichten, du hast irgendwie, keine Ahnung, wie soll man das formulieren, also du hast irgendwie gesagt, dass Benjamin sich irgendwie Partei ergreift für den Stalinismus, aber als ein Geschichtsphilosoph mit den Thesen grenzt er sich ja ganz genau davon ab und sieht den Stalinismus und die Sozialdemokratie als das Problem des historischen Materialismus, wogegen er sich halt irgendwie einsetzt mit diesen geschichtsphilosophischen Thesen. Entschuldigung, ich verstehe Sie ganz schlecht. Das ist, ich habe Probleme mit dem Hören. Können Sie vielleicht nicht ein bisschen die Maske runter machen? Dann? Nee, das geht leider nicht. Also du hast gesagt, dass Benjamin irgendwie Partei ergreift für den Stalinismus, aber in den geschichtsphilosophischen Thesen, da reagiert er ja gerade auf das Problem des Stalinismus. Dann hast du gesagt, dass der historische Materialismus das ist, was die Ideologie des real existierenden Sozialismus sei. Aber das ist ja auch falsch, weil der historische Materialismus, den der Benjamin da hat, ein ganz anderer ist. Und keine Ahnung, also dann hast du irgendwie gesagt, man soll das Trauerspielbuch nicht lesen. Und dann hast du aber die Allegorie halt, wie die Benjamin die verwendet, irgendwie hier auch ausgeführt, aber da muss man ja gerade das Trauerspielbuch lesen dafür. Und ich verstehe sozusagen auch nicht, warum du gerade das Trauerspielbuch und dieses Passagenwerk so wegwischt, weil also du stützt dich dann sozusagen auf so einzelne Teile von Benjamin und so das Fragmentarische und einzelne Sätze, aber Benjamin war ja eben durchaus ein, keine Ahnung, wie soll ich das ausdrücken, vielleicht ein Philosoph oder auch ein Marxist, jedenfalls jemand, der quasi die verschiedenen Teile und Aspekte einer Epoche irgendwie in eine Konstellation bringt, um dadurch ein Gemälde des Ganzen zu malen und dann irgendwie den Eindruck der Wirklichkeit zu verschaffen, gerade durch die Konstellation der verschiedenen fragmentarischen Teile. Und ich meine, dazu, also um das zu verstehen, muss man halt quasi diese schwierigen, aber halt auch für Benjamin charakteristischen Werke lesen, das Passagenwerk und das Trauerspielbuch. Und ich meine, du sagst halt irgendwie, ihr solltet es nicht lesen, weil es ist furchtbar schwer. Okay, das ist ein Problem, aber das ist ja kein Argument. Also man kann dann sagen, okay, ich habe keine Zeit oder das ist mir zu viel. Also dann lese ich es halt nicht, weil es zu schwer ist. Aber dann ist halt die Frage, wie viel, also irgendwie ist das ja kein Argument, das nicht zu lesen, weil es zu schwer ist. Also, wie soll ich das sagen? Also, um irgendwie den Punkt von Benjamin zu verstehen und das, was er uns heute bringt, da muss man unbedingt das Trauerspielbuch und das Passagenwerk lesen. Also, so einzelne Teile sich rauszupicken und so, das kann ja auch viel bringen. Aber also irgendwie die Kraft und das, was er heute uns bringen kann und irgendwie als dieser krasse Kulturtheoretiker der revolutionäre Praxis und quasi das Studium des Einzelnen, des Alltags und also keine Ahnung, das muss man, also ich weiß nicht, wie du das halt hier überhaupt machst. So. Ja, Also Sie halten diesen Ansatz für verfehlt, den ich bringe. Ja, es kommt darauf an, was man will. Sie sagen, man muss Benjamin verstehen. Wenn man Benjamin verstehen will, dann muss man zweifellos auch das Trauerspielbuch und das Passagenwerk lesen. Wenn das der Vorsatz ist, den man hegt.
Aber ich habe ja eine andere Fragestellung dahin gebracht. Übrigens eine Fragestellung, die Sie auch aufgegriffen haben, nämlich zum Beispiel, was ist der historische Materialismus, was taugt er? Damit sind wir, glaube ich, durchaus schon auf dem Weg, wo man Benjamin fruchtbar machen kann. Ja. Ich bin auch nicht jemand, der Benjamin komplett kennt, sondern ich habe wieder etliche Sachen von ihm jetzt gelesen, aber ich habe lang nicht alles gelesen. Und mir kommt der Benjamin schon sehr entgegen mit seinen relativ kurzen Texten, mit denen ich mich dann auch konfrontieren kann. Und ich glaube, dass gerade die Frage, was hat es jetzt mit der Geschichte wirklich auf sich, das ist die man gestützt auf Benjamin sehr gut diskutieren kann. Ich wollte mich für zwei Aspekte bedanken, zwei weitere eher kritisieren. Das erste wäre, dass ich sehr sinnvoll finde, diese Fetischisierung Benjamins in Frage zu stellen, gerade aus so einer an Krauss geschulten Sprachkritik. Und da insbesondere, das ist ja einfach ein Trend, Benjamin als den mystisch überhöhten Denker irgendwie zu preisen und diesbezüglich zu wenig kritisieren. Gerade Ihre Kritik der überspannten Allegorien, zum Beispiel in der ersten Geschichtsthese, finde ich da ganz sinnvoll. Also weil dieser Messianismus oft tatsächlich ja sehr unhinterfragt irgendwie übernommen wird als so notwendiger Bestandteil des Ganzen und durchaus zu kritisieren wäre oft. Was ich eher schwierig fand, war das Kanonische am Ende. Zum einen hat mich dieses aber seine Gedichte sehr an die Behandlung Brechts erinnert, wo man irgendwie den politischen Brecht lieber weghaben wollte und dann auf die Gedichte verwies. Und zum anderen, also das Kanonische hat natürlich den Vorteil, Leuten eine Handreichung zu geben, die so gar keinen Bezug haben und damit sie nicht das Falsche lesen. Andererseits ist, glaube ich, das Angenehme an Benjamin, dass er gerade sich gegen so eine Kanonisierung irgendwie sperrt. Und dass Kanonisierung, die ist ja quasi gerade heutzutage in den Universitäten mit verkürzten, möglichst handhabbaren Bachelorstudiengängen der Standard geworden. Und Benjamin ist gerade einer der Autoren, die, glaube ich, vielen Leuten zum ersten Mal in der Uni dieses Gefühl geben, vielleicht geht es gerade darum, den Kanon zu sprengen. Vielleicht muss ich jetzt tatsächlich mal dieses komische Passagenwerk mir schnappen und mich da drin verlieren. Also lesen auch als eine Erfahrung, die einen verändert. Das Passagenwerk kann man sehr gut lesen, wenn man selber was damit vorhat. Ja? Der liefert Rohstoff ohne Ende. Ja. Mit der Kanonisierung, heute existiert ja ein Kanon eigentlich gar nicht mehr so. Wenigstens nicht im Sinn, dass man den Kanon auch wirklich liest. Und insofern ist eine Entkanonisierung, glaube ich, heute auch gar nicht mehr erforderlich. Aber man kann sich mal überlegen, wenn man zum Beispiel eine Veranstaltung hält, eine Diskussionsveranstaltung, auf Basis welcher Texte würde man vorgehen? Ja? Wo kann das Gespräch anknüpfen? Das sind im Grunde die Sachen, die mich interessieren. Also je nachdem, wie lang die Frage jetzt wird, könnte es schon fast die letzte sein. Wir müssen denn nämlich leider die Technik, die hier steht, dort hinten aufbauen. Aber ich mag auf jeden Fall gerade die Diskussion, weil die auch ein bisschen kontrovers ist. Ja, ich hätte auch eine kritische Anmerkung, weil ich es auch größtenteils gerade den ersten Teil als Polemik empfunden habe, weil sie sich, finde ich, nicht die Mühe gemacht haben, die Begriffe innerhalb von dem Denken von Benjamin selber zu verorten und so auch für sich zu verstehen. Also angefangen, was jetzt schon erwähnt wurde, die Unterscheidung zwischen dem Künstler und dem Philosophen. So, der Philosoph müsste man auf ein Wahrheitsgehalt
auf einem Wahrheitsgehalt prüfen, der muss sich der Kritik aussetzen, in Relation zu etwas, der Künstler eben nicht, deshalb könnte man ihn besser heilig sprechen. Wie schon erwähnt wurde, ist diese Unterscheidung ja innerhalb von dem Denken von Benjamin selbst problematisch, weil sie auch einen Anspruch hat, einen ästhetischen Wahrheitsgehalt und einen Blick auf die Wirklichkeit ästhetisch einzufangen. Das heißt, es gibt da eine Objektivität, die auch mit Vernunftgründen kritisiert werden kann, wie auch jedes andere Werk. Ich meine, Sie sind Literaturkritiker, das heißt, das ist Ihnen ja geläufig. Die Geschichtsthesen, das wurde eben auch schon gesagt, es ist ja eben nicht so, dass es der leninistisch-stalinistische Begriff ist. Es ist auch nicht direkt der messianische Begriff aus dem Judentum. Das heißt, da wird ja eine ganz eigene Lesart davon entwickelt. Das heißt, zu sagen, das eine ist ja schon Quatsch, das andere ist schon Quatsch, dann muss die Melange erst selbst Quatsch sein, ist halt höchst problematisch, wenn man sieht, dass da ein eigener Begriff entwickelt wird und man ihn auch aus sich selbst heraus verstehen muss. Eine ähnliche Sache, die Sache mit den Namen. Ja, Mensch, Name ist ja verkürzt, so aus einem Verb lässt sich doch viel mehr rausholen. Natürlich ist das einerseits, wie Sie auch gesagt haben, weiter Begriff von Sprache, andererseits dann wieder sehr spezifisch. Aber man muss ja wieder gucken, im Denken von Benjamin selber, welche Funktion hat der Begriff des Namens? Da wird ein Name Gottes angerufen. Es ist die Einzelheit der Dinge, die befragt werden sollen und beredt werden sollen. Das heißt, natürlich ist es ein verkürzter Begriff von Sprache, aber welche Funktion hat der Name innerhalb von Benjamins Denken selber und wo liegt da der utopische Gehalt? Also ich will nur sagen, diese Polemik, also dann danach dann irgendwie das wieder in so eine moderne Sprachtheorie quasi einzuordnen, funktioniert nicht, weil man es auch aus sich heraus verstehen muss, um die Kritik auch im besten Falle immanent leisten zu können. Also den ästhetischen Wahrheitsgehalt darin zu befragen. Und wenn man, wie Sie es eher gemacht haben, ich habe es auch als polemisch empfunden, zu schauen, was hat Benjamin gesagt, entspricht das eigentlich der Wahrheit, der Wirklichkeit, was dann ein Anspruch von Philosophie wäre, also diese Gegenüberstellung geht so nicht auf. Es ist so nicht klar, was diese Wahrheit ist. Und es geht gerade daraus, aus dem Denken selber den Wahrheitsanspruch innerhalb von dem Denken selber zu prüfen. Deshalb ist das ein bisschen von außen eine Klopperei, so habe ich es ein bisschen empfunden. Da haben Sie vollkommen recht. Ich finde auch das, was Sie als den ästhetischen Wahrheitsgehalt, das ist eine interessante Formulierung, damit stellen Sie sich gegen meine etwas grobschlächtige Unterscheidung zwischen Kunst und Philosophie. Und ich empfinde es bei Benjamin auch so, dass diese Wahrheit im letztlich auch künstlerischen Sprachgestalt angesiedelt ist. Das ist also kein systemisches Denken. Als polemisch empfinde ich mich eigentlich nicht. Ich habe auch zum Beispiel nicht, ich habe zwar gesagt, der Messianismus ist problematisch und der historische Materialismus ist es auch, aber wie er die beiden zusammenführt, das könnte interessant werden. Ja, die Synthese könnte was liefern, was in beiden allein nicht drinsteht. Und was ist die Wahrheit? Das ist eben die interessante Frage. Auch hier würde... Bei Ihnen kam ja beides vor, man muss Benjamin verstehen und was ist die Wahrheit? Benjamin muss man man muss natürlich wie bei allen Texten erstmal sich darüber klar werden, was sagt er eigentlich, damit man ihm nicht was unterstellt, was er gar nicht sagt. Wenn Sie den Eindruck hatten, dass ich das mache, dann täte mir das leid. Andererseits, zum Beispiel bei der Sprache, ja, da interessiert mich der Name Gottes eigentlich gar nicht so, weil ich das Gefühl habe, da steckt ein bestimmtes jüdisches Denken dahinter, das geht mich nichts an. Frage, was kann man dann mit dem Namen anfangen? Ja. Und die Gleichsetzung Name und Sprache, die bei Benjamin vorsichtig gesagt mindestens angelegt ist,
Das bringt mich zu Reflexionen darauf, was ist Sprache eigentlich wirklich? Und das ist der Punkt, wo man drüber reden kann. Ja, vielen Dank. Leider muss ich die Diskussion jetzt erstmal abbrechen, aufgrund unserer Zeit. Bevor ich euch jetzt verabschiede, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir hier ein Einbahnstraßensystem haben, sowie die weiteren Corona-Gebote, die wir aufgestellt haben, einzuhalten sind. Also dann bitte den Gang da drüben an der Tür dort hinten verlassen und nicht durch die Glasfront gehen. Ich möchte nochmal ganz herzlich Herrn Burkhard Müller danken für diesen Abschluss unseres Festivals, inhaltlich zumindest. Mich hat es auch gefreut, dass es noch etwas kontrovers geworden ist, dass es ein Diskussionspotenzial gab. Und ich hoffe, wir sehen uns dann gleich beim Essen. Ich habe schon gehört, hier sind die Teller schon rausgeholt worden. Und dann beim Konzert. Und hoffe, wir haben alle noch einen schönen Abschluss. Morgen gibt es noch ein Abschlussplenum. Zumindest haben wir da etwas geplant, das mir jetzt auch noch nicht ganz klar ist. Und ich möchte nochmal hier auf die Feedbackbox verweisen. Wir freuen uns wirklich sehr, wenn es Anregungen gibt, Vorschläge, weil wir das ja vielleicht nächstes Jahr nochmal machen möchten. Vielen Dank.